Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Ostseeküste 22 mit mir, dem Ernie als Lohner. Servus. Ja, er hat es hier auch bald geschafft. Wie gesagt, es ist ja nur ein kleines Feld. Ein, zwei Bahnen hier noch und dann ist er durch. Dann hat sich die Geschichte hier. Das ist aber, wie gesagt, wieder mal nicht primär hier unser Problem. Wir lassen ihn einfach weitermachen. Wir werden jetzt in unseren Fenty reinspringen und zwar können wir ja jetzt das Gras einsammeln und in unseren, da steht da, Fermenterladen. Das heißt, nicht lang schnacken, wir fahren jetzt auch los, hoffen, dass wir hier wieder gut auf die Straße kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Monitor da oben, hier, der behindert so ein bisschen immer, wenn man reinguckt, aber es gibt Schlimmeres. So, Dalle, dann wollen wir mal Attacke heute hü, ab dafür. Als allererstes natürlich wie immer, ich hoffe es geht euch gut, ihr seid alle gesund und ihr seid alle fit im Schritt. Das ist das Wichtigste, ne? So, Wiese ist ja auch gleich um die Ecke, ist ja nicht so, dass es jetzt weit weg ist, das ist ja das Schöne der ganzen Sache. Aber wir werden nicht drum rumkommen, weil so viel bringt uns die als Ertrag hier jetzt auch nicht. Dich nicht übermackeln. Hier mal so zwischen die Pfosten durch. Und dann würde ich sagen, fangen wir da vorne mal an. Die bringt uns ja nicht so viel als Ertrag. Und da werden wir dann irgendwann auf jeden Fall mal eine größere Wiese uns zulegen müssen. Da werden wir nicht drum rumkommen. So, wir fangen jetzt hier vorne auch an. Jetzt muss ich nur mal kurz rausgucken, damit, warte mal. Ja, genau, da soll er runter. Und, dann schalten wir ihn auch gleich mal ein. Und dann Abfahrt. Ab dafür. Rinn mit dem Gras hier. Was auch Gras sein soll und nicht wieder Heu, was beim letzten Mal war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja Glück gehabt. Was? Der Drescher ist blockiert? Oh nein. Müssen wir jetzt auch wieder noch dahin gucken. Ach Leute. Kaum fängst du an, schon musst du wieder woanders hin. Egal. Wir gucken da mal ganz kurz rein. Was hat er denn? Was meckert er denn hier? Was? Ach ja. Hm, war klar. So, dann werden wir ihn mal erretten. Erretteten. Obwohl, er kann noch ein kleines Stück, kann er ja noch ab. Das ist ja nicht mehr viel hier eigentlich. Komm, eigentlich ist es ja nicht mehr viel. Das ziehen wir jetzt hier nochmal durch. Wir machen das jetzt einfach mal fix selber hier. Meine Fresse. Aber dann haben wir das wenigstens weg und können uns dann auf die andere Sache konzentrieren. Sprich, auf unser Feld. Ach ja, naja, er wird das nicht alles reinkriegen, aber wir machen das jetzt mal fix fertig hier noch. Das kriegen wir so in einer Bahn weg, das sieht sehr gut aus, sehr schön. Ja, das sind dann wieder so Nettigkeiten, wo man dann so ein bisschen ins Stocken kommt. Aber egal, so wird er mal, warte mal, er hat jetzt eh gleich 100%, wir werden ihn, das wollte ich gar nicht, so wollte ich das. Ach, hätte ich mal anders wechseln müssen. Egal. Wir werden jetzt einmal schnell abtanken. Der Rest geht ja noch alles locker hier rein. Dann machen wir das hier gleich fix und fertig. Das Wegbringen mache ich nachher. Jetzt hat erstmal gleich unsere Wiese primär Vorrang. Damit wir da durchkommen. So. Wechseln nochmal schnell rüber in den Drescher. Zack. Ah, warte mal, ich habe den Motor hier gar nicht ausgemacht. Oh, den machen wir mal aus. Muss ja nicht laufen. Denn wir können jetzt ja gleich mit dem Drescher den Rest dann noch ranfahren. Dann brauchen wir den Johnny nicht bewegen. Und dann haben wir das auch. Ja, ja. Hätte ich eigentlich früher sehen müssen, aber gut. Ich war jetzt völlig in meinem Element wieder. Egal. Dann machen wir das jetzt eben fix fertig. Löschen den Kurs noch raus. Stellen ihn dann ab und ja, das werde ich dann offline hier fertig machen. Sprich, den Ertrag wegbringen. Und den Drescher dann sehr wahrscheinlich erstmal zum Hof bringen. Weil mit den Drescheraufträgen, damit ist dann erstmal vorbei. Da ist nichts mehr. Aber ich hatte ja auch gesagt, sobald wir das Gras im Fermenter haben, wird auf jeden Fall erstmal ein bisschen geschlorfen. Vielleicht aktualisiert sich dadurch irgendwie ein bisschen was bei den Aufträgen. Ich weiß es nicht, weil so ein Drescher muss ja immer weiterlaufen. Das hilft ja alles nichts.
Das hilft ja alles nichts. So, dann würde ich sagen, fahren wir auch mal das Rohr hier ein. Ihn können wir dann auch mal ausmachen. Quatsch. Klappt, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ja eigentlich erstmal genau den Drescher einklappen. So, genau. Dann können wir ihn hier erstmal so stehen lassen. Um den Rest kümmere ich mich dann später. Jetzt natürlich erstmal. Ja. Okay. Dann werden wir nochmal anfangen. Aber jetzt. Aber jetzt. Jetzt geht er ab hier. So, Dalle. Ja. Was gibt es Neues vom Ernie? Ihr seid ja, die meisten, die das gucken, sind ja immer gespannt. Was gibt es Neues bei mir? Gestern, ja. Was war gestern? Gestern habe ich noch so ein bisschen draußen entkrautet und dann bin ich, hatte ich versucht, meine Sense wieder in den Gang, also meine, ja, mit denen ich die Kanten halt schneide und auch mal den Graben ausfetze im Sommer dann hinten bei uns. Ja, die will nicht mehr so ganz und ich glaube, die hat das Beste auch schon hinter sich. Die ist ja nun auch schon jahrelang an. Ich hatte die auch gebraucht, geschenkt bekommen. Und dann habe ich mich mal informiert, was kostet eine neue und hin und her und hast du nicht gesehen. Und dann bin ich auch durch verschiedene Baumärkte durchgeeiert und dann hatte ich doch dann ein Produkt gefunden, wo ich sagte, ja okay, Benziner muss es ja sein bei der Größe, was er ist und alles. Die sieht ganz gut aus. Hat einmal diesen Fadenschneider vorne dran und dann noch dieses Metallblatt, also diesen, ja, womit du dann halt Büsche und halt den Graben vernünftig mit ausfetzen kannst, Brennnesseln und all sowas da. Also alles Härtere dann, so eine Metallscheibe ist das da, die damit vorne dran ist. Hab das Ding dann auch fachgerecht zusammengebaut, nach Anleitung und ausprobiert und was soll ich sagen, es läuft einwandfrei. Das Ding, das ruppt was weg, das geht ab wie Schmitz' Katze. Des Weiteren hatte ich mich dann gestern noch drum gekümmert, dass dann, ja, ich habe ja immer noch die alte Heizung draußen liegen und das ist ja, das stört mich ja ohne Ende da, ne? Das liegt auf der Wiese rum, also am Rand zwar, aber trotzdem sieht fürs Auge scheiße aus und ich kann da auch nicht mähen und dergleichen alles und ja, macht halt ein scheiß Bild. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt, ne? Hast ja nun mal kein Auto mit Anhängerkupplung und Anhänger mehr zu Hause rumstehen. Ja. Mit meinem Vater telefoniert hin und her und dann kam ich dann auf die Idee, auch mit durch ihn, Mensch, frag doch mal, was eine Mulde kostet, dann lässt du dir die bringen und dann schmeißt du das da einfach alles drauf und dann lässt es wieder abholen und dann hat sich die Geschichte. Naja, kurzum getan, hatte vor Jahren auch schon mal so eine Mulde bestellt bei einem ansässigen Unternehmen hier. Ich weiß gar nicht, das war irgendwie so auch so alte Steine, Pflastersteine, was ich da vom Hof da weggesammelt hatte und Müll, der sich da über die Jahre angesammelt hatte, durch die Renovierungsarbeiten hier und hast du nicht gesehen. Naja, angerufen, gefragt, getan, hatte da auch eine ganz, ganz liebe, nette Frau dran, die dann mich dann beraten hat und dann ungefähr die Größe bestimmt. Und dann sagte ich so, ich sag, Mensch, hat diese Mulde auch eine Tür, weil, wie gesagt, das ist alles schwer, muss ich ja, ja, mehr oder weniger auch alleine machen, alles, das irgendwie wegwuppen. Oh, er ist voll, sehr schön. Ja, sagt sie, kein Problem. Da, wenn man da, wir haben da so eine oder mehrere, da kann man die Tür vorne aufmachen, also so ein Klappding da. Und dann können sie das mit, ja, mit einer Schubkarre oder halt auch mit einer Sackkarre dann befüllen. Ich sage ja, wunderbar, das ist was für mich. Ich sag, hack mal die Eckdaten in deine PlayStation ein. Ich sag, und dann schick das Ding vorbei. Ich sag, wann geht das denn? Ja, Mittwoch oder Donnerstag, aber sehr wahrscheinlich schon Mittwoch. Also sprich heute. Wir haben nämlich heute Mittwoch, damit ihr das auch wisst, weil ich ja immer so im Vorlauf bin, den 24. April. Ja. Was haben wir jetzt? 7:01 Uhr. Es ist noch früher morgen, ja. Ich habe Urlaub. Warum ist der Ernie so früh wach? Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich weiß auch nicht. Ich konnte nicht mehr schlafen. Das ging einfach nicht. Wo fahre ich denn jetzt hin? Ich wollte jetzt schon zur BGA. Leute. Nein. Na, kriegen wir es hin? Ja, hat gepasst. Ja, so viel zum Thema dazu. Die soll wahrscheinlich heute kommen dann. Und dann hatte ich mit meinem Sohn gestern noch mit dem Ältesten telefoniert. Und der sagte: Du Papa, wenn ich morgen frei habe und das zu schwer für dich ist, weil. Da sagt er, dann kommt er vorbei, dann hilft er mir bei ein, zwei Teilen oder bei allem dann in dem Sinne, weil als wir die im Winter rausgerobt hatten, da waren ja diese zwei großen Kessel dabei, einmal für Warmwasser und was weiß ich nicht alles, für Warmwasseraufbereitung und für die Heizung halt dieser Kreislauf.
Und das ist ja irre schwer, ne? Das ist ja irre schwer, was wir uns abgequält haben. Gut, der Weg wäre dann jetzt nicht frei, wenn die Mulde dastehen würde, wo ich es mir gedacht habe, wenn wir das hinbekommen, wenn er sie da abstellen kann. Ja, müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, falls ich diese fetten großen Teile nicht alleine hinbekomme, dann würde er mir helfen. Ich sage, das ist super nett, ganz doll lieb von dir. Aber habe ich gesagt, ich sage, ich melde mich. Wenn ich es nicht hinbekomme, dann schnacken wir auf jeden Fall. So, jetzt aber erstmal ab in unserem Fermenter mit dem Rotz. Und dann muss ich ihn, glaube ich, auch erstmal gleich einschalten. Da müssen wir erstmal gucken. So, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Erstmal hier rum. Hier gehen wir wieder in die Außenperspektive. So, dann laden wir das erstmal ab hier. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal bei unserem Fermenter. Genau. So, aha, müssen wir aktivieren. Grassilage, genau, das wollen wir ja. Sehr geil. Oh, läuft. So, hat er raus. Sehr schön. Da kommt einer. Den lassen wir hier auch noch durch. Und dann wieder ab zurück. Ja, wie gesagt. Bei einer größeren Wiese muss ich da echt nochmal gucken, was dann so in der Nähe ist, weil die Wege werden ja echt kurz dann auch zu BGA hier drüben. Ach nee, das ist ein Feld. Ja, ich muss da einfach mal gucken, dann, wenn es soweit ist. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 162.421 Euro auf dem Konto. Ist natürlich, ja, wir hatten vor kurzem noch 172, was das war. Ist natürlich jetzt auch weniger geworden, ist klar, durch die, jetzt muss ich mal kurz gucken. Durch die Kosten, die wir ja auch haben. Ach ja, wir waren jetzt hier genau an der Ecke, ne? Genau. So, dann fahren wir den Pickup, so heißt es ja. Ich wurde ja damals auf der Rehbach darüber aufgeklärt von einem lieben, netten Abonnenten. Ernie, das heißt Pickup, ja, okay, wird gemacht, heißt Pickup. Wird jetzt auch so benannt. Ne? Er war ja stets bemüht. Und weiter geht's hier. Abrin damit. Ich weiß gar nicht beim letzten Mal, wie viel Ladewagen haben wir vollgekriegt? Ich weiß das gar nicht. Drei, vier? Gute Frage jetzt. Naja, müssen wir mal schauen. Naja, auf jeden Fall, das steht heute noch an. Und es sieht heute Morgen aber auch noch recht regnerisch aus. Die hatten auch 60-prozentige Wahrscheinlichkeit mit dem Regen gesagt. Ich meine, das ist mir egal, wenn es heute regnet. Das Ding kommt heute vollgemacht. Und dann rufe ich da, sagt sie, ja, kannst du gleich anrufen. Und dann kommen wir schnellstmöglichst wieder vorbei. Je eher weg, je eher fort, ne? Sage ich immer so schön. Dann ist das auch erledigt. Ja, dann werde ich sehen, wie gesagt, was ich da heute noch draußen schaffen kann und was nicht. Deswegen bin ich, ja, eigentlich ganz gut, dass ich so früh wach bin, dass ich dann halt schon mal die Videos machen kann, bearbeiten kann und nebenbei hochladen kann dann. Weil ich nicht weiß, wann diese Mulde heute kommt. Da hatten die mir keine Uhrzeit sagen können. Die hatten sich nur noch mal die Telefonnummern von mir aktualisieren lassen. Falls der Fahrer da noch irgendwelche Fragen hat, dass er sich bei mir melden kann, dann auch wegen dem Abstellen auf dem Hof und alles. Naja, wollen wir mal schauen. Naja, ansonsten mal gucken, was das Wetter bringt. Vielleicht noch irgendwo hier und da an Kraut. Es ist ja so viel zu tun, um Gottes Willen. Rasenmähen werde ich diese Woche definitiv auch noch mal müssen. Denn nächste Woche geht es ja dann auch wieder los mit Maloche. Dann sind 2 Wochen Urlaub rund. Es geht schneller, als man denkt. Also so ein Urlaub ist ja wirklich ruckzuck erledigt, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. So. Zack. Einmal wieder rauf. Ja, und was ist heute noch Schönes? Ja, heute ist wieder mein Sporttag. Es geht wieder zum Laufen. Ich habe das letzte Mal jetzt wieder hinbekommen, dass ich auf meine alte Wattzahl auf dem Laufband jetzt geschafft habe beim letzten Mal. Und dann habe ich mal so Revue passieren lassen, wie lange das jetzt gedauert hat, um wieder auf diesen alten Stand zu kommen. Also seit meinem Sportverbot von Frau Doktor. Ne, in der Zeitspanne, in der ich nicht Sport machen durfte, es hat genauso lange gedauert, jetzt wieder, seitdem ich dann Sport machen durfte, um wieder auf dieses alte Tempo zu kommen. Das ist Wahnsinn. Wie der Leistungsverlust dann doch so schnell im Körper dann wieder reift. Es ist Wahnsinn. Es ist verrückt. Also das sollte man nicht unterschätzen. Ja, sagte sie diese auch, das hat was auch mit dem Alter zu tun und das ist bei jedem unterschiedlich. Gut. Ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Der Zahn der Zeit, der nagt an dem Ernie auch. Aber eigentlich vom Kopf her, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie ein ganz großer, ehrenwerter YouTuber das auch mal gesagt hat, der Randy, Sachsenplayer, den ich liebe den. Genauso wie NTV, also Ansgar, das sind ja meine großen Helden, ne?
Wie Randy da auch schon mal sagte, man ist immer nur so alt, wie man sich im Kopf fühlt, ne? Wo ist man stehen geblieben und dergleichen alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat recht. Das, was ich tatsächlich, so alt wie ich tatsächlich bin, also ich bin jetzt, ich kann es ja ruhig sagen, ich bin 46 mittlerweile. Ich fühle mich noch nicht so alt. Ich bin im Kopf irgendwo in den 20ern stehen geblieben, mit genauso viel Blödsinn im Kopf. Aber das ist auch gut, das hält einen ja auch, Moment, irgendwo so ein bisschen jung im Leben. Und ja, nee. Also wie gesagt, so alt im Kopf, wie ich körperlich alt bin, fühle ich mich einfach noch nicht. Nein, nein, definitiv nicht. So, jetzt erstmal wieder ein Käffchen, Prösterchen, weil wie gesagt, 7:08 Uhr, es ist noch früh am Morgen. Der Tag, da ist noch ordentlich was drin. Prösterchen. Ah, Leute, herrlich. Heute Morgen auch beim ersten Kaffee, wo ich draußen auf der Terrasse stand, ich denke so, hier, Alter, was ist hier für ein Radau? Die Vögel, wann, wie spät war es denn? Es war irgendwie 5:30 Uhr, kurz vor 6. Was die Vögel für ein Radau gemacht haben, ich glaube, die spüren das, dass es ab Freitag wärmer wird, weil, so wie ich gesehen habe, soll es ja dann mit 15, 16 Grad schon wieder losgehen. Und auch in die nächste Woche reingehen, dass es dann, also es soll wohl jetzt wärmer werden. Also, wie gesagt, es ist jetzt nur das, was ich im Wetter gesehen habe. Das kann sich immer wieder ändern. Also da sind wir ja nicht vorgefeit. Nichts ist so beständig oder so unbeständig wie das Wetter, wenn du so willst. Ach so. Ich muss ja erstmal, genau, jetzt kann ich abladen. Sehr geil. Ja, Freunde, das war's im Prinzip schon wieder. Wir sind leider schon wieder am Ende angekommen. Ich werde hier noch so ein paar Arbeiten erledigen, damit wir das nächste Mal wieder voll durchstarten können. Lasst ein Däumchen da, ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Ein Abo, es kostet euch kein Geld. Die Klingel drücken, dann verpasst ihr auch das dumme Gesabbel vom Earning nicht mehr. Ja, und ansonsten freue ich mich auch aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin verbleibe ich ganz artig und lieb, euer Earning. Ciao, ciao.